43 Volumenprozente, gefärbt des Todes, willkommen bei Belwini. Ach, sollte vielleicht auch mal was lassen. Nein, Digga, bleib doch so, Bruder! Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit Paddy. Und heute mit einer etwas runtergerockten Flasche. Ich hoffe, jetzt verzeiht uns das. Der Belwini hat ein bisschen gelitten. Eine On-the-Road-Flasche. Das ist eine On-the-Road-Flasche, richtig. Die hast du schon durch Schottland gerollt? Habe ich schon durch Schottland gerollt, so mehr oder weniger. Also die ist noch nicht ganz so viel raus. Ist aber mal was wir noch nie so wirklich gemacht haben. Ja, wir haben also mal so wirklich so eine Allerwelts-Whisky. Wir haben vor allem einfach noch nie einen Belwini im Video gehabt. Und es ist eigentlich ein ziemliches Verbrechen, weil... Also ich finde, wir sollten eigentlich in unseren Videos generell jede schottische Brennerei mindestens einmal drin gehabt haben. Ja. Also von daher machen wir heute ein Häkchen bei Balwini in dem kleinen Örtchen Dufton. Wow. Dufton ist bekannt dafür, dass es sehr, sehr viele Brennereien beherbergt. Unter anderem die nicht ganz so unbekannte Brennerei Glenfiddich und die ebenso bekannte Brennerei Balwini. Beide dieser Brennereien... Was macht es? Was macht es, Precious? Gläserpolizei. Minu. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Bitte, erkläre weiter, wo Belwini liegt. Okay. Ja, also... In der Nähe von Glenfiddich. Genau, Glenfiddich. Und um die Ecke fast. Belwini gehört eben zum gleichen Konzern wie Glenfiddich. William Grant & Sons ist der Konzern, der hinter diesen beiden Brennereien steht. Ein Familienunternehmen. Eine Sache, die ich nicht müde werde, immer wieder zu betonen, weil nämlich ganz gerne Leute auf Glenfiddich rumhacken und rumhaten von wegen, Supermarkt-Whisky, Single Malt, 12 Jahre, Billow-Whisky. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber wenn ich in der Kneipe sitze und die Auswahl habe zwischen irgendeinem billigen Wodka und einem Jägermeister und einem beliebigen Schnaps einfügen, den man in der Kneipe kriegt, und dann steht irgendwo dazwischen noch ein verstaubter Glenfiddich 12, trinke ich lieber einen Glenfiddich 12 als irgendwas anderes. So. Ja. Außerdem ist Glenfiddich 12 immer noch ein super Standard-Whisky, den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu machen. Aber wir trinken heute Balwini. Balwini, eine Brennerei, die sehr leichten, süßen Whisky macht, manchmal mit einer zarten Rauchnote, minimal. Und Balwini ist eine der wenigen Brennereien, dazu werde ich euch Bilder einblenden, denn ich habe die große Freude gehabt, eine Tour zu machen bei Balwini, denn im Gegensatz zu den meisten Brennereien Schottlands ist die Tour bei Balwini sehr schwierig zu bekommen. Man muss da teilweise recht lange warten und dann machen sie immer so eine exklusive Tour für 8 Leute. Die dauert, bei mir hat sie 3,5 Stunden gedauert und man sieht alles. Balwini, eine der wenigen Brennereien auf dem schottischen Festland, die noch eigene Malzböden haben. Und diese Malzböden kann man dann auch besuchen und da durchlatschen und sich es angucken. Super spannend, super nerdig, hat mega viel Spaß gemacht. Und sie haben nämlich auch einen eigenen Kiln, wo sie quasi noch die Gerste selber darren können mit Torf. Ja. Vielleicht interessiert das ja irgendjemanden. Ja, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja Menschen, die auch irgendwann nochmal nach Schottland reisen werden und sich das vielleicht angucken möchten. Ja, alles gut. Alles gut, ich habe Durst, Mann. Ja, verstehe ich. Okay. Lass uns ein Schlückchen nehmen. Wir haben heute den Balwini. Stell du doch deine Pulle vor. Ja, genau. Wir haben den Balwini 14 Jahre alt Caribbean Cask hier. Der hat einen Finish bekommen mit einem Rumfass. Jetzt geht's mir auch so. Jetzt will ich trinken, wenn er redet. Ich verstehe. Ja, das dann weißt du, was ich verstehe meine. Dich. Ja. Ja, wenn man halt selber nichts zu reden hat, so ungefähr. Ihr seht gerade, ich habe das in einem Tumblr eingeschenkt. Ich sag dir auch, warum ich das gemacht habe. Aus zweierlei Gründen. Jetzt kommt's. Erster Grund, im Moment suchte ich gerade die Serie Suits. Und die trinken da gerade alle Macallan 25 oder sowas immer aus solchen Tumblern. Und ich mag das Gefühl von einem Tumbler im Glas echt gerne. Ja. Und ein Großteil der Menschen, weil Balwini ist weltweit sehr, sehr, sehr vertrieben, sehr, sehr bekannt, wird wahrscheinlich Balwini eher aus so einem Glas trinken. Weil? Weil die meisten Anfänger oder die meisten Whisky-Trinker, oder das wird auch immer wieder in den Medien gezeigt, wird das halt meistens aus so einem Tumbler getrunken. Und? Was auch vollkommen in Ordnung ist. Weil Balwini vorwiegend, also der größte Teil der Marke Balwini wird in den USA getrunken. Genau. Weil Balwini hat eine riesen Fanbase in den USA. Richtig. Auch unter anderem... Aber erzähl doch noch ein bisschen was zu deinem Tumbler. Du trinkst einfach aus dem Tumbler, weil es geht. Genau, weil es funktioniert. Ja, genau, also der Unterschied zu dem Glas ist, hier rieche ich mehr, hier kann ich einfach trinken. Also der wird auch wahrscheinlich unterschiedlich sein. Das würde ich gleich mal gerne... Ich würde gerne einmal schnuppern. Bevor ich trinke, würde ich gerne an deinem Glas riechen. Riech mal. Wir machen auch irgendwann noch mal ein Video zum Thema Gläser. Versprochen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann. Ja, wir holen mal wirklich die Glaspolizei raus. Und der Witz ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wir riechen genau gleich. Ich rieche aus beiden Gläsern gerade den gleichen Whisky. Ja. Es ist überraschenderweise der gleiche Whisky. Aber ihr wisst, was ich meine.
Okay, lass uns einen Schluck nehmen. Okay. 14 Jahre, 43 Volumenprozente. 43 Volumenprozente. Gefärbt des Todes wahrscheinlich. Gefärbt des Todes, genau. Heißt Caribbean Cask, weil Cuban Cask darf nicht mehr heißen, weil die Amerikaner dürfen nichts importieren, wo Cuban draufsteht. Finde ich immer noch lustig. Aber es ist kubanischer Rum wahrscheinlich. Traurig, aber irgendwie auch lustig. Aber wahr. Auf die Helme. Cheers. Easy to drink. Zip, oh. Oh, geht der runter? Würzig, aber smooth, mit Honig, Ingwer. Da legst du dich hin. Der ist mega lecker. Er kommt dünn rüber, also weil er wässrig ist. Also ein paar mehr Volumenprozente, das sagen wir, glaube ich, immer wieder, wenn man halt gewohnt ist, Fassstärken oder jenseits von 46 Volumenprozente zu trinken, ist das wahrscheinlich auch noch der Fall. Ich glaube, das ist die perfekte Trinkstärke für einen Einsteiger. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der mehr Alkohol haben sollte. Nee. Einzige, woran ich mich stoße, ist der Preis. Ja. Der kostet immer so um die 60 Euro. 55 bis 60 Euro, roundabout. Und das finde ich für diesen Whisky einfach ein bisschen viel. Er ist 14 Jahre alt und er hat einen Rumfinish. Exotische Finishes kosten immer einen Ticken mehr, fair enough. Aber 6 irgendwie, ne? Also so 60 Euro würde ich für diesen Whisky einfach nicht ausgeben wollen. Ich lege aromatisch bei 45 bis 50, fände ich okay. Alles drüber finde ich zu viel. Mhm. Aber ich verstehe auch, warum so viele Leute Balwini abfeuern, weil es ist ein mega easy, lecker Drink-Whisky. Mega, mega. Also Vanille, Kokosnuss, tropische Früchte, Ananas, gegrillte Ananas, um ehrlich zu sein. Ja, ein bisschen, Bisschen Würze hinten raus. Ingwer, das, was du schon gesagt hast, so eine Ingwer-Süße. Mega. Also wenn man nicht, wenn man jetzt nicht auf den wuchtigsten Schotten, der mit Rauch und alle möglichen Fässern halt daherkommt, irgendwie steht, sondern einfach einen ganz gemütlichen, smoothen Whisky nebenher trinken möchte, echtes Brett. Und das ist echt so ein, das ist für mich so ein Klischee-Sessel-Whisky. Ja, ja. Also so, ich sitze, also ich habe leider keinen alten Ledersessel, ich hätte gerne eine, aber ich stelle mir das genauso vor. Entschuldigung. Ich stelle mir das genauso vor, ich sitze nach einem langen Arbeitstag in meinem Ledersessel und trinke einfach mein Whisky. Weißt du, nicht lang, nicht irgendwie groß rum überlegen, nicht Aromen sezieren, Sip, lecker, so ein Schnuffelwhisky wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie passt es. Ein Schnuffelwhisky. Ich fühle mich auch gerade mega sophisticated, einfach einen Tumbler zu trinken. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gemacht habe? Ich kann, also bestimmt 5 Jahre lang habe ich nicht mehr aus einem Tumbler getrunken. Bestimmt. Aus einem Pappbecher habe ich das schon mal gemacht, ja. Aber aus einem Tumbler habe ich das nicht mehr gemacht. Weingläser waren mit dabei. Aber so ein klassischer, runder Tumbler. Ein Freund von mir aus Belgien, weil wir vorhin das Thema Weingläser, das Thema Gläser hatten, auch vor dem Video haben wir kurz drüber gesprochen, hat mir irgendwann mal aus so einem richtig fettbauchigen, das war ungefähr so groß, ohne Scheiß, ich glaube, es war eine Art Cognac-Glas oder so, und er hat gesagt, probier mal. Und ich habe das geschwenkt und der Whisky, normalerweise dachte ich mir so, wow, der ganze Whisky bleibt im Glas kleben und geht dann flöten. Nein, der ist geschwenkt und ist dann wie in, so, wie in diesen Blättern, die so, wo das so abperlt, wieder runtergeflossen. Und dachte mir so, wow, cool. Hab dann geschwenkt, gerochen und dann ist es wieder runtergelaufen. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gecheckt habe, man braucht nicht so ein klassisches Nosing-Glas. Es gibt mega viele Gläser, mit denen man arbeiten kann, und verschiedene Aromen aus dem Whisky rauszuholen. Ob man Bock auf einen Tumbler hat, ob man Bock auf ein Weißweinglas hat. Funktioniert alles, gibt halt alles verschiedene Zugänge irgendwie, aber es muss nicht immer ein Glencairn oder ein Nosing-Glas sein. Nein. Finde ich, also. Ja. Absolut nicht. Ich finde es gerade echt mega, ich fühle mich gerade so ein bisschen so Cowboy-mäßig mit so einem Tumbler oder eigentlich mehr so Businessman-mäßig, weißt du, nach einem langen Business-Tag, was ich heute natürlich nicht hatte. Gar nicht von seinen Serien geprimed irgendwie. Absolut gar nicht, ne. Ist übrigens mega gut, Suits solltest du auf jeden Fall gucken. Okay. Suits. Ich war bei Glenfiddich, bin hochgelaufen zur Balwini Burg. Da gibt, also Balwini ist auch Balwini Castle. Sieht mega cool aus, ist irgendwie eine Ruine. Mhm. Muss man 4 Pfund bezahlen, haben wir keinen Bock drauf gehabt. Ja. Da laufen so diese Highland Cows rum. Ja. Fand ich total nett da. Finde den Whisky auch total nett. Ich muss sagen, den Rum schmecke ich jetzt nicht so super mega raus. Hast du Rauch? Weil Balwini hat ja manchmal so einen zarten Rauch. Ich habe jetzt nämlich keinen Rauch gefunden. Also wenn du mich jetzt mit der Nase draufstupst, nö. Nö. Wir sind schon wieder bei fast 10 Minuten, von daher passt das schon. Du, ja, sagt uns doch mal, wie ihr Serien findet, wo Whiskys aus Tumblern getrunken wird, was ihr von Balwini und Standard Whiskys haltet. Ich finde ihn ganz nice, ehrlich gesagt. Klickt die Bimmel, abonniert uns überall, wo wir zu abonnieren sind. Holt euch unser Newsletter, keine Ahnung was, schaut bei den nächsten Tastings vorbei. Weiß der Geier. Auf jeden Fall habt alle einen geilen Tag. Und dann sagen wir, bis später.
trinken zu schön. Manchmal haben wir diesen Bock Oak oder sowas. Bock. Hast du auch Wasser irgendwie oder machst du das jetzt einfach? Ich mach das. Ich ist auch jetzt Stereo. Ich mach das jetzt so. 43 Volumenprozente, gefärbt des Todes. Willkommen bei Belwini. Achso, Leute, vielleicht auch mal was anderes. Nein, Digga, bleib doch so, Bruder. Lass doch. Bitte auch das in die Outtakes. Ja, es passt schon so, ne? Oder? Ja, wobei, wenn es übersteuert, ist nicht so. Ist nicht so gut, wenn es übersteuert. Übersteuert. Du kannst es ja wieder runtersteuern. Konfederation. Soll ich Hallo sagen und dann. Ja. Okay. Drückst du die Uhr? Wir hatten noch keinen Berlini. Wir hatten noch keinen Berlini. Kuck. Oh, schick. Okay. Drück mal die Uhr jetzt. Alter. Ich frage mich manchmal, wie lange du diese awkward pause durchhältst. Berlini. Ich weiß nicht, warum wir. Also wir sollten eigentlich wirklich, wenn wir das nächste Mal drehen, dann müssen wir einen immer zum Einnorden haben. Wir müssen. Das ist Quatsch. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Egal. That's okay. True. That's actually true. Ja. Yeah. Ist actually gruselig. Ja, yeah, bisschen. Okay.